Ahoi, ihr Landratten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns in einer neuen Episode von The Forest. Die Sonne geht gerade auf. Wir haben gerade geschlafen in unserem kleinen Jägerunterschlupf. Hier sehen ihr unseren alten Spielstand. Obgleich wir uns in einem neuen Update befinden. Nun, wir spielen jetzt heute das Update 019. Und es hat sich natürlich wieder einiges getan, auf jeden Fall. Aber ich möchte jetzt heute keine reguläre Update-Folge machen, so wie wir es sonst immer tun, sondern unsere Pläne, die wir uns gesetzt haben, ganz gerne umsetzen. Das heißt, wir werden jetzt noch mal ein bisschen die neue Karte hier erforschen und dann werden wir schlussendlich aufbrechen, wie Indiana Jones, in altgespenstige Höhlen, in hochwertigste aller Gefilde. Wir werden versuchen, das Geheimnis zu lüften, was hinter der Tür hockt. So, Freunde. Ja, auf jeden Fall, es gibt natürlich ein paar Neuerungen, die ich euch mal eben ganz schnell zeigen kann, wenn wir nicht gerade hier rumeiern. Es gibt nämlich jetzt Notes, ist glaube ich neu. Genau, Notes müsste neu sein. Und das können wir dann irgendwie, Firetorch Handmade X sieht alles ganz, ganz schön jetzt aus, ne? War das vorher auch schon so? Haben die das noch ein bisschen überarbeitet? Sieht so sauber aus, auf jeden Fall. Nee, aber auf jeden Fall werden dann die Story-Items, die wir finden, bei den Notes hinterlegt, soweit ich das weiß. Und es wurde natürlich auch noch einiges an den Behausungen rumgewerkelt. Und sehr viele Sachen, zum Beispiel braucht man jetzt irgendwie zwei oder mehr dieses neuen Items, welches wir hier produzieren können, um die Häuser dann halt heile zu machen. So, warte mal. Und ich habe mir jetzt hier gerade extra für die heutige Session mal eine Karte hier rechts aufgemacht. Die Forest-Karte. So, und ich überlege gerade, wo wir hinlaufen. Vielleicht gucken wir uns nochmal diese Absturzstelle an. Es gibt da jetzt eine neue... Boah, was ist das denn? Ich dachte schon, ey. Es gibt da jetzt eine neue Absturzstelle. Die müsste hier eigentlich irgendwo sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder vielleicht auch nicht, aber eigentlich müsste die hier beim Wasser in der Nähe sein. Da müsste dann hier gleich so ein Vorsprung irgendwo kommen. Ja, und da müsste dann irgendwo dieses Cockpit liegen. Ja, aber wir gucken mal ein bisschen hier rum. Nichts überstürzen, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Gehen wir mal hier rüber. Boah, ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich mir ein Bein breche. Oder Fallschaden nehme, man weiß ja nie. Ja, schön wie und hier im Forest, aber wir suchen diese Behausung. Ah, hier ist jetzt auch so eine Art Flussgang. Ist jetzt auch alles neu hier noch, ne? Wir sind jetzt hier rechts immer noch auf der neuen Map. Beziehungsweise da hinten geht es jetzt wieder den Berg hoch. Aber da wollen wir nicht hin. Gucken wir mal hier. Hier sind ein paar Zelte. Die Zelte sind auch neu, ne? Ganz neue Zelttexturen, wie es aussieht. Natürlich schlau, ne? So mitten am Wasser sein Zelt zu bauen hier. Hallo. Kommen wir aber nicht rein. Ich kann gerade nicht schlagen, wie es aussieht. Hallo. Ich kann nicht schlagen. Hilfe. Wir werden alle sterben. Na gut, also falls irgendwas ist, dann werden wir einfach drauf gehen. Macht ja nichts. War denn das nochmal? Diesen Bug zu beheben. So. Vielleicht mit dem Pfeil irgendwie. So, jetzt haben wir einmal geschossen. Jetzt können wir vielleicht wieder die Axt ausrüsten. Können wir aber nicht. Ah, dieser Bug, ey. Was für ein nerviger Bug. Ja, Freunde. Können sie auch keine Unterkunft bauen, ne? Das heißt, theoretisch müssen wir jetzt eigentlich nochmal... Warte mal, ich nehme die hier mal in der Hand. Mit der kann ich auch nicht schlagen.
Tja, liebe Entwickler von The Forest, da muss auf jeden Fall nochmal Nachbesserung gemacht werden. Nanu, da sind wir wieder, ihr modrigen Landratten. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ich wollte eigentlich schon rüberlaufen und dort weitermachen, wo wir gerade aufgehört haben. Doch dann ist mir hier was aufgefallen. Und zwar kann ich euch mal ganz kurz jetzt dieses Destruction System zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt hier gegenkloppen, dann sehen wir, dass hier etwas von unserem Shelter abschmörgelt. Ja, das ist schon mal das Destruction System hier. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch ganz kaputt hauen können. Aber auf jeden Fall können wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier... Ja, das ist natürlich der Vorführeffekt. Ah, hier, jetzt können wir hier diese Zutat hier nehmen und dann halt das dann wieder damit reparieren, wie ihr gerade gesehen habt. Hier, guck mal. 0 von 2. Und es ist wieder ganz. Ja, das ist ein Teil des neuen Updates von 0.1.8 war das aber noch. So, und was ihr... Aber das wurde jetzt erhöht auf 2. Das ist jetzt auch neu in 0.19. Und dann gibt es noch viele kleine Neuerungen wieder. Aber das soll uns jetzt heute nicht lumpen. Wir werden aufbrechen. Uns ein bisschen neu ausrüsten. Wir gucken mal kurz, was haben wir hier alles im Menü. Federn haben wir 18. Oh, da können wir mal eben was craften hier. Können wir ein paar Pfeile schon mal craften. So, zack. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt hier rechts die Karte offen. Ich weiß nicht, ob uns das später was bringen wird in den Gefilden. Ich weiß auch nicht, wo diese Steintür ist. Also das steht da nämlich auf der Karte nicht. Falls ihr irgendwie eine Karte habt, wo man das sieht, könnt ihr mir die ja theoretisch mal zukommen lassen. So, und sonst sind wir auch nur sehr mager hier ausgerüstet. Aber das soll uns nicht lumpen. Ein paar Molotovs könnten wir gut noch gebrauchen eigentlich. Das heißt, wir werden jetzt nochmal gucken, wo wir hier was finden. Und dann, ich guck mal gerade kurz, welchen Höhleneingang könnten wir denn verwenden? Vielleicht irgendeinen in der Mitte irgendwie, irgendwo? Sehe gerade so Ausrufezeichen, rote, das sind wahrscheinlich Gefahrenschilder. Gucken wir uns nochmal eben das Arschloch auf jeden Fall an, beziehungsweise den Nabel der Welt hier. Und wir müssen natürlich immer die Augen offen halten, ob es hier nicht doch noch irgendwo was Neues gibt, was wir entdecken können, ne? Deswegen, wir gehen hier auch nochmal ganz kurz hier rein. Ich weiß nicht, wo dieses Cockpit liegt. Das möchte ich euch auf jeden Fall nochmal ganz gerne zeigen. Was wir auch natürlich brauchen, könnten wir dieses Rabbit, genau, da müssen wir ein paar Häschen, müssen wir da, glaube ich, machen. Oder wie war das? Water Pond können wir auch gut gebrauchen, theoretisch. Dann brauchen wir auch noch ein paar Items, bevor wir hier losmarschieren. So, holen wir uns mal kurz hier noch ein paar Stickies. Wenn das denn geht. So, hier ist jetzt aber nichts mehr gewesen. Hier ist jetzt ein kleiner Fluss, aber da ist nur irgendwie dann wieder der Schnee. Der Schnee, der Schnee. Oh weh, oh weh. So, genau. Wir wollen jetzt hier zu diesem fetten Megasee, beziehungsweise Tümpel. Denn hier müsste irgendwo die Absturzstelle sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da unten scheint auch nichts mehr zu sein. Wir müssen echt aufpassen, wenn wir springen. Denn wie wir wissen, können wir jetzt Schaden nehmen. Ah, da ist er. Da ist das Cockpit. Guckt euch das an, Freunde. Erstmal gehen wir hier mal kurz hin. Gucken mal, ob hier noch irgendwas Schönes liegt für uns. Was ist das denn hier? Alter. Was ist das denn hier für eine Überraschung? Hallo. Alles neue Texturen hier, wie es aussieht. Oh, was war das denn? So, ich dachte schon gerade. Ich habe unseren neuen Feind ersichtet. Ah, hier, guck mal. Wir brauchen jetzt echt mal hier so ein Häschen, damit wir uns noch ein paar Sachen machen können. Boah, hier ist echt hier gerade alles am Start. Wir saufen mal kurz was aus dem Tümpel.
So, und jetzt gibt's auch eine Animation, soweit ich das weiß. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ist ein bisschen dreckig, aber macht nichts. Gibt Schlimmeres, als aus so einem Fluss zu trinken. Okay. Gut, wir haben jetzt nichts im Magen. Wir müssen unbedingt diese Sticks sammeln. Wir brauchen mehrere von diesen Sticks. Was ist das denn hier für eine Leine? Ich kann mir auch nichts kaputt hauen. So, jetzt aber hier. Sticky, sticky, sticks, sticks. Wir brauchen Stickies. Kleine Bäume kann man nicht kaputt hauen, wie es aussieht. Aber hier müssen ja auch irgendwo Sticks liegen, denke ich mal. Genau, guck mal hier, zack. Dann machen wir eben ein ganz kleines Feuerchen, bevor es weitergeht. Damit wir hier nicht einfach so den Lurch da liegen lassen. Ist ja auch Verschwendung, wenn wir mal ehrlich sind. So, zack. Dann können wir mal eben was essen. Da sind noch ein paar Häschen und alles. Wir müssen auf jeden Fall voll ausgerüstet sein, bevor wir da reinmarschieren. Ja, der hängt da, der gute Lurch. Aber ich bin echt gespannt, was hinter dieser Tür ist. Ne? Ob wir überhaupt dahin kommen werden, ob wir überhaupt die richtige Höhle finden werden. Ey, das weiß man alles noch nicht. Siehst du, haben wir jetzt einen Lurch gegessen? Ein Hoppelhäschen. Das hoppelt hier fröhlich umher. Komm schon. War's gar nicht mal so einfach hier, ne? So ein Häschen zu fangen. In freier Wildlaufbahn. Oh, scheiße, Mann. Ich glaube, es ist ersoffen jetzt. Nein! Ja, Freunde, aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen hier. Boah, scheiße, Mann. Komm her. Oder wir versuchen es mal anders mit dem Spear vielleicht. Können wir so zack machen. Dann machst du mal zack. Und dann geht das Rad komplett ab. Alter. Das ist kein Häschen, ne? Also so in Real Life wäre ich nicht unbedingt der beste Forest-Bewohner. Das habe ich auch schon des Öfteren mal vermutet. Okay, wir marschieren jetzt weiter. Das hat keinen Sinn. Ich bin einfach zu wack, too wack. Aber es ist auf jeden Fall mal ganz schön, das hier nochmal zu sehen. Das müsste ja theoretisch auch komplett neu sein, hier die ganze Landschaft. Ich brauche jetzt dieses Häschen, Mann. Können wir uns nicht irgendwie anschleichen? Können wir nicht. Guck mal, da läuft es. Sieht man jetzt im Gras. Ah, scheiße, Mann. Müssen wir später versuchen. Wir werden jetzt mal gucken hier, was wir jetzt tun werden hier. Wen haben wir denn hier, den kleinen Hobbler? Ne? Komm schon. Boah. Mit der Kamera ist auch nicht so einfach, ey. Braucht noch nur ein Häschen. Scheiße, Mann, ey. Ich bin echt zu schlecht, Freunde. Ja. Ah. Okay, wir haben es. So, und das geht jetzt hier los. Pouch, genau. Super. Damit können wir, glaube ich, Beeren sammeln, ne? Ja. Okay. Und, genau, die Hirsch. Das Hirschhäutchen ist natürlich dafür da, dass wir uns so eine Art Wassersack machen können. Okay. So, ich guck mal nochmal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt hier bei dem Cockpit. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da noch irgendwas finden, irgendwas Spannendes. Und dann geht's gleich los. Dann werden wir aufbrechen zur nächstgelegenen Höhle. Die ist hier auch direkt um die Ecke. Es gibt einmal rechts eine Höhle und links eine Höhle. Ich weiß aber nicht, welche wir betreten sollen. Rechts könnte natürlich irgendwie in neue Gefilde führen. Ich weiß es aber nicht. Boah, scheiße, Mann. Ist das der Pilot da oben? Ey, fuck it. Fuck it. Guckt euch das an, Freunde. Wer hätte das gedacht? Da liegt er noch, da sitzt er noch drinne. Na gut.
Schauen wir da mal rein. Oh, ist da noch irgendwas drin? Ja, guck mal, hier ein paar Schaltungen sind, liegen hier noch rum. Ah, eine Flare Gun könnte uns natürlich auch zugutekommen. Oh, hier sind noch ein paar Schaltungen. Oh, scheiße, Freunde. Es hat nichts gebracht, ne? Es hat wirklich nichts gebracht, ey. Ich mach hier nochmal eben kurz ein bisschen Licht. Nochmal ein bisschen kleines Bildchen hier von innen. Fürs Tagebuch. Ah, guck mal hier. Hallo. Können wir da reinpieken? Ach nö, wir lassen die mal in Ruhe. So, Freunde, jetzt hier rechts oder links? Die Höhle, das ist jetzt die Frage, ne? Ja, komm, wir versuchen es mal mit der rechten Höhle. Wer weiß, wo uns diese hinführt. Aber wollen wir da jetzt echt schon reingehen, ey? Noch ein paar Vorbereitungen wären an sich nicht schlecht, ne? Wir haben ja nichts zu trinken, wir haben nichts zu essen, ey. Wir haben auch keine Sticks. Aber wir haben jetzt wenigstens die Flare Gun schon mal. Cloth haben wir zwar, aber wir haben auch keine Beeren. Genau, Molotow können wir damit machen. Hier können wir noch eine Bombe machen. Aber da haben wir, glaube ich, auch nicht das nötige Equipment am Start. Was brauchen wir denn noch hier? Nee, das, so wird das nix. Ein paar Sachen brauchen wir noch, bevor es losgeht. So. Na, warte mal, was liegt denn da? Ich habe hier gerade auf meiner Karte irgendwas Spannendes. Das ist irgendwie so eine Art Kasten oder irgendwas. Warte mal, wo ist denn das hier? Hier ist ja jetzt diese Höhle. Genau. Hier geht's dann weiter, nach da. Und dann müsste hier rechts irgendwo ein Kasten sein. Warte mal. Achso, oder das sind vielleicht auch nur diese ganz normalen Kästchen, die man überall findet. Ich weiß es nicht. Oder ist hier doch irgendwas versteckt? Ne, hier, die hier. Okay, da brauchen wir wohl ein bisschen mehr Schlagkraft. Da kann natürlich jetzt auch genau Snacks und alles drin sein, was wir brauchen werden. Und wir brauchen echt viel, Freunde. Denn wir wissen, wir sind immer hungrig. Okay, alles mitnehmen, was geht. Guck mal hier, noch mehr Snacks, noch mehr Snacks. Das ist ja schön, ist das ja. Und ich werde auch, bevor wir in die Höhle gehen, irgendwo nochmal speichern. Beziehungsweise es versuchen. Denn ich weiß ja nicht, ob wir überhaupt wiederkommen werden. Warte mal, ich versuche mal nochmal ganz kurz einen Panzer mitzunehmen. Für etwaige Zwecke. Geht aber nicht. Wir brauchen schon mehr Wumms, glaube ich. Ah ne, doch nicht, alles klar. Ja. Panzer haben wir schon. Ach, da oben, ey. Boah, krass. So, was haben wir denn hier? Ja, zwei Sticks haben wir nur. So, kurz eben auf dem Boden ein bisschen lunzen hier. Ein bisschen gucken. So, und ich denke mal, wir gehen jetzt hier rüber. Mal hier links rüber am besten. Ja, da ist ja auch noch irgendwas hier bei unserem Stickmarker. Eine Höhle oder irgendwas. Höhlenehren. So. Ach nee, wollt ihr nochmal kurz zum S-Hole? Das müsste eigentlich hier links sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Immer schön den Augen offen halten hier. Wir müssen gucken, ob wir das überleben werden, Freunde. Ich weiß es nicht. Also Molotows wären natürlich auch nicht schlecht, aber wir haben auch nicht allzu viel Alkohol mehr. Und sonst gucken wir mal, ob es hier noch irgendwelche Neuerungen gibt bei diesem riesigen Krater. Guck mal hier, wir sind da. Krass. Wir können hier immer noch nicht reinlaufen, wie es aussieht. Also aufpassen, beziehungsweise
Angst haben, brauchen wir hier nicht, dass wir hier reinfallen oder irgendwas. Und das haben die Entwickler schon für uns übernommen. Boah, krass, ey. Was da wohl reinkommt. Oder was dort unten wohl ist, man weiß es ja noch nicht. So, ich brauche noch ein paar Sticks hier. Hier ein paar Bäume fällen. Wenn wir gleich unter Wasser sind, beziehungsweise unten am Start, dann wird es natürlich echt gefährlich. So. Aber ich habe echt Bock drauf, Leute. Schön gleich ab in die Höhlen wandern, das wird schon ein Traum.